Moin Moin, willkommen zurück bei Evil Gaming TV mit Euro Truck Simulator 2 und ich muss schon wieder meinen Bildschirm aus- und einschalten. Ich weiß nicht, habt ihr das? Vielleicht kann mir da jemand helfen. Immer wenn ich aus dem Game raustapp, zum Beispiel auf dem Aufnahmeprogramm oder sowas, und wieder reingehe, verschiebt sich das Bild im Bildschirm. Also dann jetzt hier an der Kamera zu sehen, normal ist ja das Bild bündig unten an der Kante und dann fängt das zum Beispiel hier oben irgendwo an, erst das Bild. Und darunter ist alles schwarz. Dann muss ich den Bildschirm ein- und wieder ausschalten. Und dann geht's. Das ist jetzt erst seit neuestem so. Also mit Bildschirm hat es auf jeden Fall nichts zu tun. Ich habe irgendwie was gelesen, wo dass das mit einem Nvidia-Treiber zusammenhängt. Aber mal habe ich das, mal habe ich es nicht. Und bei manchen Games ist es, bei manchen wiederum nicht. Das ist richtig nervtötend. Also wenn jemand meinen Tipp hat, der hier zufällig gerade zuguckt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da irgendwas habt, wie man das vielleicht beheben kann. Also Google konnte mir bis jetzt nicht besonders gut helfen oder ich habe einfach die falschen Suchkriterien eingegeben. Das kann es natürlich auch liegen, daran auch liegen. Ja, aber mega nervtötend, wie gesagt, also immer wieder Bildschirm ein- und ausschalten oder ich habe halt, kann automatisch Suche analog oder digital Anschluss machen, dann ist es auch richtig danach. Aber wie gesagt, es ist trotzdem mega ätzend. Oh, jetzt zwischendurch mal auf den Bildschirm gucken, bei AS19... habe ich zwischendurch das Problem gehabt, dass mein Bild schwarz war und die Aufnahme voll verkackt ist und ich wieder von vorne anfangen musste. Naja, nicht wundern, wenn ich häufiger als sonst darüber gucke. Naja, schief ist Englisch und Englisch ist modern oder wie. Der Spruch ist auch schon so alt wie ich, glaube ich. Und ich werde einen neuen LKW haben. Ich bin echt am überlegen, ob wir gleich zwischendurch mal den Trailer für unsere Mitfahrer abgeben. Oder? Warte. Wie sieht denn das mit den Aufträgen aus? Wie viel mehr bringen die, diese Gigaliner-Aufträge denn? Huch, nicht schnell Auftrag. Das war falsch. Da. Preis hier Streckenkilometer. So viel mehr ist das nun auch nicht. Also es ist einfach nur größer, es gibt nicht mehr Geld. Okay. Aber es ist ja hauptsächlich dafür gedacht, das konnte ich halt noch nicht testen, ob wir dadurch auch Gigaliner hier kaufen können. Aber ich glaube, die habe ich noch nicht freigeschaltet, also das muss ich auf meinen anderen Spielstand nochmal gucken, ob das funktioniert, weil sonst ist der Mod überflüssig. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Da ist ein Fragezeichen, das ist glaube ich ein Arbeitsamt, das will ich noch mitnehmen. Schlafen müssten wir eigentlich auch, aber das machen wir dann unterwegs. Auf der Raststätte, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Bei meinem Glück fahre ich hier irgendwo wieder gegen, mache einen LKW kaputt. Oh, ist grün, das haben wir. Die letzten Teile bin ich ja doch ziemlich unvorsichtig gewesen. Sehr häufig geblitzt und oft entgegengefahren. Das müssen wir mal ein bisschen wieder reduzieren. Das wird zu teuer, sonst können wir uns in 10 Jahren den neuen LKW nicht leisten. Was mich ein bisschen nervt, dass unsere People zu wenig Geld verdienen. 300 Euro, das ist gar nichts. Zu wenig. Das lohnt sich fast gar nicht. Ich denke, die müssen erst noch mal ein bisschen leveln.
Weiß gar nicht, auf was ich die gerade habe. Hochwertige Ware oder ausgeglichen? Müssen wir mal kurz gucken. Fahrermanager. Ausgeglichen. Ausgeglichen machen wir mal auf hochwertig und hochwertig. Ich glaube, das hat bei mir richtig was gebracht gehabt. Auf meinem anderen Profil. Und wir können noch mal wieder hier so ins Lenkrad. Ja, jetzt sieht man ein bisschen das Lenkrad. Ja, machen wir so. Ich will jetzt auch die Kamera nicht zu groß machen. Oder ich müsste sie umstellen, aber mal gucken. Irgendwas lasse ich mir damit auch nochmal einfallen. Dass man so ein bisschen das Lenkrad auf jeden Fall noch sieht. Tja, und sonst so? Das könnte fast reichen für den neuen Truck. Ich glaube, das habe ich über letztes Video auch schon gesagt. Gut an mich. Ich nehme auf und ich habe noch keine Nachricht gekriegt. Was ist los? Sonst den ganzen Tag gar nichts und sobald ich aufnehme, geht's los. Bip, 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 bip. Das kennt ihr ja von den meisten Folgen, dass genau dann piept. Die piept's wohl. Und wir wollen hier rüberfahren. Ich hab die Radarfalle gesehen. Das war aber richtig knapp gerade. Jetzt schnell hier vorbei. Wir können auch gucken, ob wir uns einen Tieflader holen. Nicht Tieflader, aber sondern für Baumaterialien und sowas. Weiß nicht, was mehr bringt. Momentan bin ich mit unseren Einkünften nicht sehr zufrieden, muss ich gestehen. Und mit diesem Scheißwetter auch nicht. Das regnet gefühlt seit 10 Folgen. Komm, schneller als 70 kannst du doch. Lass mal mit rüber gehen. Bitte. Ach komm, scheiß auf, ich schlafe hier. Ich glaube, das schaffen wir eh nicht. Nee. Kein Bock, wieder eine Strafe zu kassieren. Bip, 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 bip.
Er konnte keinen Auftrag finden. Er musste ohne wieder zurückfahren. Dann nimm doch irgendeinen anderen Auftrag und fahr irgendwo anders hin und nicht immer nur zwischen Garage hin und her pendeln. Es regnet nicht mehr. Boah, ich bin geblendet. Diese Farben. Aua. Wow. Mal ernsthaft, das ist gerade echt mega in den Augen weh. Danke. Boah, überwältigend. Dann kommen wir auf knapp 40.000. Das reicht immer noch nicht für eine LKW. Die zurückgelegten Kilometer werden auch nicht weniger. Hier sind doch neue Events drin. Hundertprozentig. Gibt's Event-Mods? Also mit verschiedenen Verkehrsunfällen und sowas? Also ich habe jetzt so ein ja, Ding für mehr Verkehr soll das eigentlich sein, zeitabhängig, aber so überzeugt bin ich davon auch nicht, weil so Staus und so sollte es eigentlich geben, also ich habe hier noch keinen Stau erlebt. Muss ich auch nochmal überarbeiten. Auch wenn es nervig ist, gehört eigentlich dazu. Mal so ein Stau oder sowas. Polizia, Polizia. Nee, doch nicht. So, hier gleich runter. Wo wir auch gleich tanken können eigentlich. Egal. Ich hab noch gesagt, wollen nicht so viele Strafen zahlen, wollen nicht immer mit überhöhter Geschwindigkeit fahren. Was passiert? Ich werde 10 Minuten später geblitzt. Hat ja gut geklappt, ne? Ach ja. Tanken wir jetzt schon? Eine Stunde müssen wir noch fahren. Ja, komm. Wir tanken kurz. Ach ja. Ja, ne? Und sonst so? Ich muss mal gucken, wie groß der Zoom ist von der Kamera. Ja, und dann ist noch die Frage, wenn wir uns einen neuen LKW holen, was nehmen wir für einen? Also, klar, wir nehmen Volvo, den neuen FH16, aber nehmen wir Doppelachse hinten, einfache, langer, kurzer Radstand, noch weiterhin solche Trailer fahren, wie hier können wir eigentlich kurzen Radstand mit einer Hinterachse nehmen. Sind wir deutlich wendiger. Sind aber im Anzug schlechter.
Ja. Im Reellen würde man sagen, eine Achse für Leichtgut, dann kann man, spart man Gewicht und kann mehr auf den Trailer raufhauen. Hier macht das ja leider keinen Unterschied. Daher ist das Einzige halt wirklich Wendigkeit, Anzug. Wackelt, wackelt, wackelt. Würde ich fast auf eine Achse plädieren. Oder? Doch, ne? Sieht zwar nicht so schön aus. So ein Riesending sieht natürlich viel geiler aus, aber es ist halt unpraktisch. Er ist nun mal unpraktisch so. Solange wir, wie gesagt, wir mit eigenen Trailer fahren, können natürlich den dann zwischendurch abgeben und mal Schwertransporte machen, aber ich denke, mit einem vernünftigen Motor und Getriebe werden wir das auch mit zwei Achsen schaffen. Mit einer Antriebsachse. Hoffe ich zumindest, dass das geht. Ich habe es noch nie probiert. Tja, und ich weiß nicht, wie das mit den Gigalinern ist. Ist das so realistisch? Nimmt das Spiel das wahr, ob du eins, zwei oder drei Hinterachsen hast? Boah, komm! Warum achte ich da nie drauf? Da haben wir schon 2000 Verlust gemacht. Heute nur durch Blitzen, glaube ich. Sagen wir mal, ein fettes Minusgeschäft. Lernst du irgendwann nochmal. In Folge 200 oder sowas habe ich es bestimmt raus. Natürlich ist genau an der Kreuzung ein Streifenwagen, den ich nicht sehe. Wie soll es auch anders sein? Ach ja. Depri-Phase. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Ich glaube, die Gigaliner Trailer, die werden erst, glaube ich, mit Level 20 oder so. Oder höher 24, da ist jetzt gerade nicht freigeschaltet. Heißt, dass wir das hier testen können, dauert es noch ein bisschen. Zack. Ausgezeichnet. Bitte Level up, bitte Level up, bitte Level up.
Jawohl. Wir gehen. Was haben wir hier? Was kriegen wir als nächstes? Bringt uns das aktuell was? Glaub nicht. Ich gehe hier weiter drauf. Eine Stunde Ablauf. Zwischen Montag und Dienstag, zwischen Dienstag und Dienstag. Ach komm, wir fahren nach Österreich. Habe ich gerade so spontan entschieden. Wir fahren aber vorher noch zur Werkstatt. Ich will da mal reingucken. Was wir so generell gerade haben. Für Möglichkeiten. Und das noch ein Fragezeichen. Kann ich nicht erkennen. Könnte aber. Nee, Volvo und sowas entfahren. Nur Werkstatt. Steht mein Volvo. Ich glaube, das war Wartung als erstes. Können wir gar nicht hier gucken, ob wir schon anderen LKW haben können. Mit 17 Scheinen war das frei. Noch 7 Level. Puhu. Ja. Müssen wir extra zum Volvo-Händler führen. Mit Fracht. An Bord geht das aber nicht. Daher müssen wir warten, bis wir an Händler vorbeifahren. Weiß gar nicht, ob wir an irgendeinen vorbeikommen in Österreich. Ich habe da noch nichts, glaube ich, erforscht. Ne? Nee, in Österreich wollen wir noch nicht. Was hat eigentlich die Zeit? 24 Minuten? Ja, ein paar Minuten fahren wir noch bis 30. Noch die beiden Videos rendern. Jo. Mercedes.
Oh, Verzeihung. Ein Anfall von Müdigkeit. Irgendwie habe ich so ein dummes Gefühl, dass wir den einen Volvo immer noch nicht kaufen können. Ich glaube, der war auch erst mit 15 oder sowas. Eine komplette LKW-Klassen kann man hier nicht sehen, schade. Ich dachte. Falls das Spur. Da muss man hin. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich dir den Rest der Folge. Oh, auch nicht. Hier stehen werde, wollte ich gerade sagen. So kann man sich irren. Ach nee, nicht wieder die ganze Zeit Landstraße. Naja, zumindest hier nicht langweilig mit den vielen Kurven. Ein Vorteil hat's. Bitte big up, bitte big up, bitte big up. Könnte da vorne zweispurig werden. Echt 70. Vollgas. Attacke! Ah, bisschen gemütlich machen hier. Oh mein Gott, ich habe keine Beine. Warum hat man in den Simulationen eigentlich nie Beine?
Oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen bei LS und Euro Truck Simulator 2 wieder. Ach ja, vergesst nicht, könnt mir gerne auf Instagram folgen. Und lasst gerne, wenn ihr dabei seid, Daumen und Abo da. Und macht's gut. Ciao. Thank you.